Die Kampagne Respekt setzt Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Sexismus. Viele prominente Persönlichkeiten und Spitzensportler zeigen als Botschafter ihr Gesicht und stehen mit ihrem Namen dafür ein. Die IG Metall ist Partner dieser bundesweiten Kampagne. In den Betrieben kommen jeden Tag Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammen, auch im Osnabrücker Land. Kein Platz für Rassismus ist im Grunde genommen die große Überschrift. Wir sagen als IG Metall und heute auf dem Betriebsfest der Georgsmariedenhütte, hier ist kein Platz für Rassismus und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Auch im Berufsalltag ist Respekt eine Grundvoraussetzung. Das gilt auch für die Mitarbeiter der Georgsmarienhütte GmbH. Gegenseitiger Respekt ist zum einen wichtig für ein gutes Klima, es ist aber auch ganz wichtig für gute Ergebnisse. Wenn wir keinen Respekt voreinander haben, vor der Leistung des und der anderen, kann ich auch nicht vernünftig Geld verdienen, weil ich begreifen muss, nur wenn wir es gemeinsam machen, kommt am Ende ordentlich was hinten raus. Die IG Metall Osnabrück macht mit verschiedenen Aktionen auf die Kampagne aufmerksam. Unter anderem beim Familienfest des Stahlwerks Georgsmarienhütte Ende Juli. Mit dabei Joe Enox. Die lebende VfL-Legende gab an der Torwand den kleinen Besuchern Tipps für die richtige Schusstechnik. Auch er ist von der Kampagne überzeugt. Da bin ich sofort dabei gewesen. Für mich heißt es einfach, meine Mitmenschen mitzuleben, zu respektieren natürlich und zu akzeptieren. Das ist das Wichtigste, dass man halt eine andere Meinung haben kann, aber trotzdem respektiert werden. Außerdem zeigten Frank und seine Freunde mit ihrem Auftritt, dass Toleranz schon im Kindesalter beginnt. Dass das Thema Respekt auch über die Grenzen des Stahlwerks hinaus Gültigkeit hat, sollte eine Luftballonaktion symbolisieren. 2000 Ballons mit Postkarten stiegen in den Himmel über Georgsmarienhütte. Wer eine dieser Postkarten findet, kann seinen Vorschlag für eine Aktion gegen Rassismus aufschreiben und sie an die IG Metall senden. Die besten Ideen werden mit einem Preis ausgezeichnet. Und was denken die Mitarbeiter des Stahlwerks und deren Angehörige über die Initiative Respekt? Respekt ist immer wichtig, egal wem gegenüber, ob jetzt Kindern oder Mitarbeitern. Sehr wichtig, finde ich. Also junge Leute muss Respekt haben für ältere Leute und muss umgekehrt genauso sein. Um ein gutes Miteinander zu schaffen, ist Respekt das Wichtigste, finde ich. Ziel von Respekt, ganz klar. Zeichen setzen und zum Denken anregen. Dass man also sich vergegenwärtigt, was ist also eigentlich Respekt? Und wie wichtig ist es also auch, also respektvoll behandelt zu werden? Ich behandle jeden so, wie ich selber auch behandelt werden will, um das also mal so rum auszudrücken. OS1 TV unterstützt die Kampagne. Respekt und Toleranz sind immer noch keine Selbstverständlichkeit, sollten aber für jeden selbstverständlich sein.